In der Tiefe des Herzens, in unserem Allerinnersten, leuchtet ein strahlendes Licht, das gleich einer ewigen Flamme das ganze Universum erleuchtet. Dieses ewig strahlende Licht des einen Geistes ist unser ursprüngliches, wahres Selbst. Es ist vollkommen losgelöst von den verschiedenen Erscheinungsweisen eines raumzeitlich gebundenen Daseins und dessen mannigfaltigen Existenzformen. Die strahlende Sonne des absoluten Bewusstseins, tief im Allerinnersten unseren Herzens, ist die ewige Gegenwart des Göttlichen in uns. Wer diesen inneren Raum im tiefsten Grunde unseres Seins nicht kennt, hat das Wesentliche im Leben versäumt. Nichts sollte wichtiger sein in unserem Leben als die Erkenntnis dieses unseres Geburt- und todlosen wahren Seins. Die Menschen neigen dazu, Glück mit Vergnügen zu verwechseln, ohne zu erkennen, dass Vergnügen nur ein Schatten des Glücks ist. Wahres Glück kann nur im Unvergänglichen gefunden werden, nur in dem, was unabhängig ist von Raum und Zeit. Unser wahres Selbst ist ein hellstrahlendes reines Sein und ewige Glückseligkeit. In der Rückbesinnung auf diese unsere göttliche Natur, in unserem Allerinnersten, liegt der Schlüssel zur Erkenntnis unseres wahren Wesens und zu einem sinnerfüllten Leben. Unser Leben ist so flüchtig und vergänglich wie ein Tautropfen, hängend an der Spitze eines Grashalms. Das ganze Universum ist einem ständigen Wandlungsprozess unterworfen und somit vergänglich. Doch dein wahres Wesen ist die Unveränderlichkeit, es ist das Ewige und somit unsterblich. Zen hegt das absolute Vertrauen zum wahren Wesen des Menschen und öffnet das innere Auge für das große Mysterium seiner universellen Wesensnatur. Wenn du die vollkommene Verwirklichung erlangst, dann wirst du nichts anderes als das allgegenwärtige Buddha-Wesen erleben, das all die Zeit, ohne Unterbrechung, als der stille Beobachter hinter allen Erfahrungen stets bei dir war. Im Licht des reinen, hellklaren Gewahrseins erkennst du dein wahres Sein, das die Unsterblichkeit ist. Nur der gegenwärtige Augenblick ist wirklich. Vergangenheit und Zukunft existieren nur in deinem Verstand. Doch dein wahres Sein offenbart sich jetzt hier, jenseits der Illusion von Raum und Zeit. Alle Menschen sind, ohne zu wissen, was sie wirklich suchen, auf der Suche nach der absoluten Glückseligkeit. Doch wenn dein wahres Selbst, die reine göttliche Glückseligkeit, in dir aufbricht, erkennst du, dass alles, was du vorher für Glück gehalten hast, Illusion war. Spirituelle Sehnsucht ist ein Ruf des Ewigen, eine Sehnsucht aus der Tiefe des Herzens. Was tief in unserem Allerinnersten verborgen ist, liegt in Stille und Ruhe, und in dieser Stille der Tiefe des göttlichen Urgrundes sprudelt die ewige, unerschöpfliche Urquelle allen Seins. Meditation öffnet uns den Zugang zum unendlichen inneren Raum, der sich uns in seiner zeitlosen Ewigkeit offenbart. Sie lässt den Geist hinreifen zu einem ständigen Gewahrwerden der Anwesenheit, der uns umgreifenden und allerfüllenden Ganzheit, der göttlichen Wirklichkeit. In diesem Erleben löst sich die Dualität von Samsara und Nirvana auf. Dein Denken erschafft die Vorstellung von Zeitlichkeit. Aber reine Bewusstheit, jetzt hier, ist jenseits aller Veränderung. Nur in der inneren Stille offenbart sich dein wahres Sein. Erst wenn es still wird in dir selbst, offenbart sich das reine Sein so, wie es ist. Die ursprüngliche Natur des eigenen Geistes
ist frei von gedanklichen Prozessen dualistischer Wahrnehmung. Da ist weder eine Fixierung noch eine Vergegenständlichung eines Sinnesobjektes durch den Verstand. Alles wird als vollkommen leere Weite wahrgenommen. In der Erleuchtungserfahrung des von allem losgelösten Geistes offenbart sich diese grenzenlose Weite des Geistes als die zeitlose Gleichheit allen Seins. Es geht im Zen niemals darum, das Denken zu verdrängen, sondern vielmehr darum, das Denken zu übersteigen. Wenn du wirklich eintreten willst in den Bereich der Erleuchtung, dann ist es unbedingt notwendig, dass du deinen Geist klar machst, sodass er leer ist wie der leere Raum. Belasse den Geist einfach in seiner ureigenen Natur. Alle Dinge sind wie ein Traum, eine Vision, Blüten aus dem Nichts. Ihnen hinterherzujagen ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen. Deshalb befreie dich von allen illusorischen Vorstellungen und lebe frei und ungebunden in der Welt, ohne an irgendetwas anzuhaften. Dein wahres Wesen ist die Wirklichkeit des reinen Seins, das sich selbst offenbart, wenn das Denken schweigt. Es ist die hellstrahlende, ewig selbstseiende Urwesenheit des göttlichen Seins, die allen drei Zuständen, Wachen, Träumen und Tiefschlaf, zugrunde liegt. In jedem Menschen leuchtet dieses göttliche Licht als das wahre Selbst.